Jahre, Herr Postminister, leben auch noch. Freut mich aber sehr. Sie hätten ja die Post auch morgen bringen können oder übermorgen. Übrigens ist es schon heute. Ach was. Kommen Sie rein, es zieht hier. Ich kann keinen Zug vertragen. Unterschreiben Sie bitte. Ja. Hier, der Brief ist gestern um 15 Uhr abgestempelt worden. Beschweren sollte man sich, wissen Sie? Das tun Sie, Mann. Ja. Ob es was nützt? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen überhaupt wer schreibt, außer am Gericht. Vor Freude, Herr Huber, vor Freude. Habt ihr da unten auch so einen Liebesbrief bekommen? Kommen Sie rein, Herr Huber. Darauf müssen wir einen trinken. Da haben Sie den Prozess gewonnen. Kostenpflichtig abgewiesen, der da unten. Ecke. Haben Sie den dressiert? Ach, bewahre. Das hat der von ganz alleine gelernt. Du, Gerline, du kannst aufhören. Wir machen Schluss für heute. Geh schön, mein Kind. Auf Wiedersehen. Grüß deine Mutter schön. Kommen Sie, Herr Huber, kommen Sie. Sind Sie frei. Prost. Prost. Gönn ich dem Kerl da unten. Sieh, ich werde mal was erzählen. Wenn ich gut bin, da bin ich aber sehr gut. Aber wenn ich böse bin, mein Lieber, da bin ich noch viel besser. Prost. Ich verstehe das auch nicht. Da zahlst du die hohen Prozesskosten. Das da hättest du auch ohne Urteil haben können. Aber vielleicht ist es ganz gut so. Was ist gut so? Na ja. Ach, hier, mach mal weiter. Ich bin zu nervös jetzt. Ja, komm, hier. Na, jetzt, wo doch der Prozess entschieden ist, da hast du doch den Kopf wieder frei, da kannst du dich doch ein bisschen mehr ums Café kümmern. Was? Du meinst also, ich soll klein beigeben, nicht wahr? Bloß wegen dieses lächerlichen Justizirrtums wegen, nicht wahr? Nee, mein Kind, ich gehe bis in die nächste Instanz. Ich gehe bis zum Bundesgericht, gehe ich. Jawohl, ja. Und was machst denn da, als wieder verfummelt hier? Ja, wenn du auch nicht stillhältst. Ach. Also, das muss ich aber sofort meinem Neffen erzählen. Auf Wiedersehen, Herr Huber. Wiedersehen, Frau Hartung. Und vielen Dank für den Schnaps. Aber ich bitte Sie, das ist doch gern geschehen. Könnte ich mal Hannes... verzeihen Sie, ich meine, könnte ich mal meinen Neffen, Herrn Hartung, sprechen? Was hat denn die zu telefonieren? Von meinem Apparat? Das ist ja die Höhe, sowas. Bitte, Paul, denk an deinen Kreislauf. Was? Lass mich los, Trude. Wie kommt diese Person dazu in meinem Hause? Hannes, stell dir vor, eben ist das Urteil gekommen. Ja, wir haben gewonnen. Die Klage ist in allen Punkten kostenpflichtig abgewiesen. Also ich bin außer mir vor Freude. Kein Fuß setzt ihr mir hier in meine Diele. Da ist er aber mit reingefallen. Was? Der wird platzen. Er tobt schon. Paul, sie zahlt doch alle ihre Gespräche. Lass mich los! Du hörst den Feuerhaken. Lass mich los, sonst geschieht ein Unglück. Ach, Hannes, bring doch eine Flasche Wein mit. Das müssen wir doch feiern. Hast du genügend Geld bei dir? Ja, fein. Wiedersehen. Lass mich doch. Freuen Sie sich nicht zu früh, Sie fliegen hier doch raus. Ich werde Berufung einlegen und wenn Sie platzen, ja. Ich nicht, aber Sie vielleicht. Sie haben nämlich schon ganz rote Augen. Sie? Nehmen Sie das Ding weg. Auch noch Körperverletzung. Paul, sei so verzirkt. Da muss ich aber lachen. Dem wollen Sie Vernunft beibringen? Ebenso gut können Sie versuchen, eine Glühbirne auszupusten. Sagen Sie, halten Sie mich vielleicht für einen Trottel? Durchaus nicht, aber man kann sich ja irren. Jawohl, Sie irren! Sie irren, ganz gewaltig irren Sie! So, jetzt ist Schluss mit der Telefoniererei. Ja, was willst du denn machen? Der kommt rein, es kommt niemand mehr ran. Das ist zu kurz. Hol mal die Tasche da. Ja, was für eine Tasche? Na, die Tasche, die Reisetasche. Mahlzeit, was ist denn? Wollt ihr verreisen?